Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es darum, wie ihr die Autos im Battle Pass Trailer hat man drei Autos gesehen, die man anscheinend fahren kann. Ich habe ja auch schon den Siegeskleider, habe ich mir gerade mal freigeschaltet, SOS. Also mir ist die Season bis jetzt ein Mysterium, muss ich sagen. Wahrscheinlich wegen Umweltverschmutzung oder so handelt sie, keine Ahnung, Überschwemmung und so. So, es geht um die Autos. Im Trailer hat man gesehen, dass man die fahren kann. Wie kann man die aber jetzt fahren? Wie gesagt, in der vorherigen Season gab es auch die Helikopter, die hat man auch im Trailer gesehen, kam aber auch erst später rein. Genauso ist das mit den Autos. Die werden wahrscheinlich auch erst in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, denke ich mal, rauskommen. Also ich denke mal mindestens, also in den nächsten 2 Wochen werden die mindestens rauskommen, vielleicht auch später, man weiß ja nie wie. Epic Games das plant. Ich denke mal, die werden mit einem größeren Update rauskommen, also vielleicht übernächste Woche oder so. Ich weiß gar nicht, wann die genau rauskommen, alle 2 Wochen irgendwie. Also in 2 Wochen, denke ich mal, können wir mit den Autos rechnen oder ein bisschen später. Das war es auch schon vom kleinen Info-Video. Wie gefällt euch bis jetzt die aktuelle Season? Ich muss sagen, ich finde die Map-Änderung finde ich geil. Den Battle Pass finde ich ein bisschen komisch zusammengewürfelt, muss ich echt sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn es für euch weitergeholfen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Montags, Mittwochs und Freitags 15 Uhr auf meinem Kanal gibt es ein brandneues Video. Haut rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao, Leute.